Termin 39 bei Professor Rexus. Ich glaube, ich bin hier richtig. Sieht ziemlich verlassen aus hier. Es ist auch schon ziemlich spät. Ich gehe einfach mal rein. Den Zettel tue ich mal in meine Tasche. Er hat gesagt, wir treffen uns im Keller. Es ist ziemlich dunkel hier. Ich gehe mal hier rein. Oh. Hallo? Schönen guten Tag. Kommen Sie rein. Was machen Sie? Hat Sie eine verfolgt? Weiß ich nicht. Aber wieso haben Sie eine Waffe? Alles klar. Kommen Sie rein. Das ist wirklich... Was ist das hier? Sehr phänomenal. Wissen Sie, dies sieht zwar nicht so aus wie ein Labor. Es ist aber eins. Ich habe eine größte Entdeckung gemacht. Und das verstecken Sie in einem Spiel? Monopoly. Richtig. Was soll das sein? Man denkt jetzt natürlich, das wäre vom Spiel. Ist es auch. Allerdings gibt es mehrere Karten zur Verfügung. Und diese sind von der Visa. Ja. Sie stecken sie hier rein. So. Und dann? Machen es an. Normalerweise funktioniert sowas. Naja, gut. Nehmen wir die andere Karte noch dazu. Tut mir leid. Normalerweise, es ist halt der Vorführeffekt. Okay. Und was ist das für eine Maschine? Okay, also. Sie geben Zahlen ein. Und dann haben Sie gehört. Jetzt ist dort Geld drauf. Und wie viel? So viel Sie wollen. Geben Sie mir mal bitte. Nein, das ist... Und das geht bei jeder Karte? Das geht bei jeder Karte. Und wie lautet dieser Code? Wissen Sie, es gibt keinen. Das ist ja das Tolle. Aber ist individuell. Theoretisch, ja. Und was bedeutet das? Dies bedeutet, dass wir jetzt eigentlich weitermachen könnten. Ich allerdings noch ein paar Sachen verbessern müsste. Schöne Werkzeuge haben Sie hier. Ja, ich weiß. Ich bin hier öfters am Bauen. Wissen Sie, kommen Sie mit. Ich zeige Ihnen noch was. Haben Sie die Waffe immer hier? Mehrere. Mehrere? Ja. Sind die alle an verschiedenen Stellen? Sehen Sie das? Dies sind Waschmaschinen und Trockner. Man denkt es natürlich, wow, es sind ganz normale Trockner. Aber nein. Dieses Metall ist Transformium. Das heißt, das sind gar keine Waschmaschinen. Richtig. Aber was ist es denn dann? Das darf ich Ihnen leider nicht sagen. Das privaten Grund. Aber Sie haben hier ja wirklich alles. Sehen Sie? Das ist ja die reinste Waffenkammer. Auch aus Transformium. Kann ich mal halten? Eigentlich sehr ungerne. Ich habe eigentlich auch noch eine, wie soll man das sagen? Vorratskammer, aber dies ist zurzeit noch abgesperrt, weil ich den Schlüssel nicht habe. Ach so. Und hier wird der ganze Strom gelagert. Dies ist auch hier der Schlüssel zu. Die Tür wahrscheinlich. Und wenn ich mir jetzt die Tür öffnen darf, wird das hier einfach wieder gehen. Und wenn Sie morgen wiederkommen. Und dann machen wir die Besprechung. Dann machen wir die Besprechung. Den Deal. Den Deal. Machen Sie es gut. Ich begleite Sie noch so schnell zur Tür. Ich muss weitergehen. Okay. Auf Wiedersehen. Ich muss diese Karte bekommen. Dann werde ich Millionär und werde reich. Und dann kann ich die ganze Macht an mich reißen. Aber diese Nacht werde ich kommen. Ich hab's. Oh mein Gott, ich hab's. Ich werde Millionär. Ich werde reich.
Scheiße, er kommt! Schnell weg! Schnell weg! Schnell! Schnell weg! Versteck. Hier wird er mich nicht finden. Oh Scheiße, er kommt. Er kommt. Er kommt. Was für ein Name. Aber Moment mal. Ich brauche doch Karten. Stehen geblieben! Scheiße, er hat mich gesehen. Ich muss hier weg. Ich brauche die Karten. Ich schieße. Ich muss hier weg! Jetzt hole ich mir noch schnell die Karten. Da ist er. Schnell weg! Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Geben Sie mir meine Erfindung zurück. Nicht zu halten.
abschalten. Okay.
Eisen schließen. Dann zuschlagen, wenn er kommt. Ich werde ihn hier deponieren, damit er ihn ja nicht findet. Mein Plan ist perfekt. Okay, Johnson. Du hast ein Spiel gespielt. Ja. Wo ist die Bank? Ich weiß es nicht. Gib es. Ich bin mir auf den Kopf gefallen. Du bist nicht auf den Kopf gefallen. Wo ist es? Ja. Was? Nein! Okay. Ich komm doch an den Code ran, wie ich die Tür aufmachen kann. Na, Mist. Johnson, hören Sie, das bringt nichts. Die Tür ist zu! Nur ich kann es. Nur ich kann sie öffnen. Geben Sie mir den Code. Nur ich kann sie öffnen. Passen Sie auf. Ich öffne Ihnen es und Sie können rein. Ja. Können Sie abhauen, meine Frau. Doch. Das wäre gerecht. Wo ist das? Ich bin unbewaffnet, Johnson. Nichts! Kommen Sie, lassen Sie es! Stehen bleiben! Nicht bewegen! Nicht rein! Und hier geht es los. Es geht. So, Johnson, Sie sind in der Falle.
Johnson? Johnson! Hören Sie, ich öffne die Türe. Legen Sie die Waffe weg. Maschine und eine schicke Waffe. Professor, was ist passiert? Geht's Ihnen gut? Geht's Ihnen gut? Wir haben Ihre Sachen gefunden. Bitte? Sie lagen draußen. Das darf nicht wahr sein. Auf dem Boden. Hier sind noch Ihre Karten. Wurde er gesch... Ich habe niemanden gesehen. Was ist passiert? Sie kennen doch Johnson von der Abteilung B. Ja, was ist mit ihm? Er war hier. Er ist doch ein guter Kollege von Ihnen. Er war hier. Kommen Sie, ich helfe Ihnen. Kommen Sie. Er hat mich bestohlen. Warum liegt hier überhaupt eine Waffe? Er war hier drinne. Er hat mich wieder reingetragen. Er hat mich angeschossen, aber... Und er hat Ihnen auch diesen Zettel hier gegeben. Er lag dort. Mit einer Nachricht. Auf der Rückseite. Ach so. Lieber Rexius. Rexius, das bin ich. Ich bin der Professor Rex. Und was wollte er? Okay. Ich kann diese Schrift nicht lesen. Sie waren ein sehr guter Professor. Ich habe mich selbst angezeigt und habe Ihnen das hier überlassen. Dies war meine Erfindung. Ich habe Pläne geschmiedet, um meine Erfindung wiederzuholen. Sie haben mir damals diese Idee geklaut. Aber das stimmt gar nicht. Ich habe die Idee von keinem geklaut. Was wollen Sie jetzt tun? Ich bin jetzt in einem Land, wo es mir besser geht. Und der Absender kommt von New York. Was will er in New York? Ich weiß es nicht. Aber Sie haben alle Ihre Sachen wieder. Und er hat das Geld nicht benutzt. Das wissen wir nicht. Moment. Eine Karte fehlt. Eine Karte fehlt. Eine Karte fehlt. Es sind nur drei. Die Bank in New York. Die Bank in New York. Die große Bank in New York. Ja. Dort will er hin. Und will diese Karte einlösen. Verdammt! Aber, naja, lassen wir ihm seinen Spaß. Das würde ich auch sagen. Kümmern wir uns erstmal um Ihre Gesundheit. Ja. Sie sind ziemlich miserabel. Dankeschön. Sehen Sie aus. Ja.